Willkommen zurück zu Minecraft. Beim letzten Mal haben wir hier schon mal ein bisschen rumgebuddelt, weil ich mir gedacht habe, hey, ne, könnte man ja mal wieder ein bisschen buddeln. Hey, hatten wir schon lange nicht mehr. Ne, einfach nur, damit wir es hier ein bisschen schöner gestalten. Und, ja, sind wir beim letzten Mal noch nicht so wirklich weit gekommen, aber es liegt halt auch daran, dass wir da so ein kleines feuchtes Problem hatten. Dass wir jetzt hoffentlich nicht mehr so viel haben, das wäre nämlich schön. Aber das müssen wir halt abwarten, ob das jetzt, wieder auftritt oder halt nicht wieder auftritt. Und ich hoffe halt nicht. Muss diese Wand hier noch weg? Ein Block hier muss noch weg, okay. Na, machen wir das halt. Wir haben ja Zeit. Uns stresst ja keiner. Muss ja jetzt nicht alles gleich und sofort sein und so weiter und so fort, ne? Aber mal gucken. Halt, nee, warte. Ich muss hier mal die Spitzhacke hier auf einen anderen Slot legen. Unsere gute Spitzhacke. Ne? So, jetzt. Okay. Musste gerade gucken, ob das Mausrad auch wieder richtig sitzt. Manchmal ist mein Mausrad so ein bisschen so, dass es so auf der Halbe steht, sozusagen, so zwischen nächsten und vorherigen, nenn's jetzt mal Slot. Und, dann könnte es einfach mal so passieren, dass er einfach mal so ohne Waffe wechselt oder sonstiges. Und deswegen habe ich da gerade nochmal geguckt, ob es jetzt festsitzt und so weiter und so fort. Ich brauche dringend mal eine neue Maus. Obwohl, so dringend ist das gar nicht. Die Maus ist ja noch gar nicht so alt, dreiviertel Jahr. Und, ich habe sowieso einen Verschleiß an Mäusen und an, ich habe keine Schaufel mehr, an, Tastaturen auch. Weil ich da öfter mal so eine Taste einfach mal kaputt haue oder sonstiges, ne, das kann schon mal vorkommen. Gut, kann da nichts mehr mitnehmen, dann müssen wir halt alles so wegbringen. Hilft ja nichts. So, und ich glaube hier, wenn hier alles fertig ausgebaut ist, das könnte schon relativ gut aussehen. Ob es dann auch das tut, was es soll, müssen wir mal gucken. Kann ja nur hoffen, was ich hoffen kann. So. Dann würde ich sagen, legen wir erstmal unseren ganzen Schrott hier wieder ab, was wir so dabei haben. Also hier die ganzen Cobblestones, wovon wir inzwischen viel zu viel haben. Hab ja auch neulich so Gedanken gemacht, warum hast du eigentlich eine Cobblestone-Farm? Ist mir eingefallen, ach ja, einfach nur um zu zeigen, wie sowas geht. Ja. So, dann haben wir hier Gravier. Da. Kann das da mit rein? Oh, dann hier nochmal ein bisschen was, was hier vielleicht hier so rein kann. Das hier, obwohl, nee, die Eisendinger brauchen wir jetzt, um Schaufeln zu bauen. Habe ich da Sticks im Inventar? Natürlich habe ich keine Sticks im Inventar. Nie habe ich Sticks im Inventar. Wo habe ich denn jetzt hier Holzblöcke? Erde. Wieso ist hier eigentlich so viel Erde drin? Ich weiß nicht. Hier, nehmen wir mal das Fichtenholz hier. Das braucht jetzt keiner. Machen wir mal hier so wuppig. Und zack. Und raus mit den Sticks. So. Machen wir mal so. Machen wir uns 3 Schaufeln. Fürs Erste. Jetzt will ich die Sticks aber auch mitnehmen. So, und ein Thema, worüber ich jetzt mal reden könnte, was jetzt hier irgendwie die letzten Tage mal aufgeploppt ist, so unter meinen ganzen Gaming-News, ist der gute Dean Hall, also der Hauptentwickler von DayZ. Kollege, hast du kein Zuhause? Anscheinend nicht. Wie auch immer der jetzt gespawnt ist, es ist hier wahrscheinlich irgendwo irgendwas zu dunkel. Gefällt mir jetzt nicht so. Jedenfalls, ne, also der Hauptentwickler von DayZ, ich meine sogar, das ist einer der Mod-Entwickler damals gewesen, hat dann gesagt, hey, ich will dem Team von DayZ nicht mehr im Wege stehen und übergebe das Spiel dann früher oder später dann, wie heißt es, Bohemia Interactive, also die Macher auch von Arma 2, Arma 3, schieß mich tot. Ne? Und da kam jetzt erstmal ein großer Aufschrei unter den Leuten halt, die DayZ lieben und zocken und bla. Ne? Die haben dann halt gesagt, so, warum, wieso, weshalb? Nur weil er jetzt die Kohle hat, ne? weil DayZ hat sich jetzt 1,5 Millionen Mal verkauft, meine ich. Und da sind dann halt jetzt die ersten Fans des Spiels dann halt auf den Balkan gegangen und haben gesagt, jetzt wird das Spiel nicht mehr weiterentwickelt und bla, ne? Und ich muss ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass das die Gründe sind. Ich glaube halt wirklich eher, so wie er halt auch gesagt hat, ist, er kann halt einfach nicht wirklich gut mit Bohemia Interactive zusammenarbeiten. Wobei, was heißt nicht wirklich gut? Es heißt halt,
dass er dem Team immer wirklich viel sagen muss, was er denn jetzt eigentlich anders haben will und so. Und er das eigentlich gar nicht möchte, dem Team vorzuschreiben, was so wie er es quasi haben will. Und das kann ich auch irgendwo nachvollziehen. Ich meine, wenn ich jetzt hier irgendeine Firma hätte für irgendwas, ich bin so von der Person halt einfach auch einer, ich kann nicht wirklich vielen Leuten sagen, hier, es gefällt mir so noch nicht und bla. Und mach das doch mal anders. Und dann haben sie wieder 30 Stunden da investiert in irgendwas, um das anders zu machen, und dann gefällt es mir immer noch nicht. Und kann ich irgendwo nachvollziehen. Und wenn es dann auch noch heißt, dass hier der Dean Hall sagt, ja hier, ne, ich wollte eigentlich auch gar nicht so lange an Daisy arbeiten. Er ist jetzt auch schon ein paar Jahre mit dran. Und eigentlich wollte er es nur ein paar Monate machen und fertig ist. Ja, Pustekuchen, ne? Hat er sich wieder auf das Falsche eingelassen. Aber das hätte er eigentlich vorher wissen müssen, auf was er sich da eventuell auch einlässt, ne? Dass so ein Spiel halt nicht so mal eben so in 3 Monaten einfach hingeklatscht ist. Aber so ist das halt. Ja, und ich glaube halt, das, was ich glaube, ist, wenn Bohemia Interactive das Spiel übernimmt quasi vollständig, dann könnte es sein, dass es entweder es wird sehr gut, oder ich befürchte eher doch, dass es eher so ein Standardspiel wird, ohne jetzt irgendwas Spezielles mehr zu sein und sonstiges. Aber das muss man halt mal abwarten. Und na, schauen wir mal. Es gibt ja immer viele Gründe für Entwickler, warum sie irgendwas nicht mehr machen. Einige davon sind oftmals auch berechtigt. Aber halt auch nicht immer. Ja, und so ist das dann halt, ne? Kann man dann halt nicht ändern. Ist dann halt so. Schade natürlich für die, die dann wirklich enttäuscht werden, für die Fans. Falls sie enttäuscht werden, was ich natürlich nicht hoffe. Weil hin und wieder macht Daisy ja schon ein bisschen Spaß für die 2-3 Stunden, die ich das im Monat spiele. Und ja. So ist das dann. Ne? Aber es ist immerhin besser als Warzy. Oder inzwischen Infestation. Ja, das ist ja wirklich. Weißt du, du musst einmal für das Spiel zahlen und dann musst du noch für 300.000 Ingame-Sachen da irgendwas bezahlen. Also musst natürlich nicht. Ne? Aber wenn, dann können sie es gleich Free-to-Play machen, für meine Meinung nach. Aber meine Meinung zählt hier ja sowieso nicht. Von daher. Egal, nicht mein Problem. So, wir kommen jetzt hier einigermaßen schnell voran. Dadurch, dass wir einfach mal hier die Mauer wegreißen. Alles muss ja weg. Dann haben wir hier zwar auch jede Menge mehr Platz. Und ich weiß gar nicht, wohin mit dem ganzen Platz. Aber uns wird da schon noch irgendwas einfallen. Auch wenn wir hier alles hier so ein bisschen schöner machen. Es ist ja jetzt erstmal nur dahingeklatscht gewesen. Schauen wir mal. Wird bestimmt noch irgendwie halbwegs schön aussehen. Ja, und wir wollen ja nicht immer nur einfach irgendwas irgendwo hinklatschen. Stört mich sowieso schon genug mit der Schmiede da, dass sie aussieht wie hingeklatscht und hingeschissen. Ja, also das ist so ein Gebäude, das bräuchte irgendwie auch nochmal so ein bisschen Überarbeitung. So von dem, wie es aussieht. Da müssen wir mal gucken. Ich hoffe, der Zombie ist hier über uns, nicht irgendwo hier drin. Darauf hätte ich jetzt keinen Bock. Nee, das muss nicht sein. So, was machen denn die Skelette hier? Sind da schon wieder ein paar? Oh, könnte man schon fast wieder den Quascher benutzen. Aber halt nur fast. Ein bisschen was geht da noch. So, und eventuell werden wir diese vorderste Wand hier auch nochmal ausreißen und dann mit anderem Material verwenden oder sowas. Muss ich mal gucken, wie ich mir das genauer ausmale. Vielleicht werden wir auch nur einen Teil davon machen, um da Muster reinzumachen oder sonstiges. Weiß ich noch nicht. Müssen wir mal schauen. Eilt ja jetzt auch noch nicht so sehr. Erstmal ist, finde ich, wichtiger, dass wir hier überhaupt etwas mehr Schönheit mit reinkriegen in das ganze Zeug hier. Weil es ja doch ein bisschen arg nach einer Baustelle hier alles aussieht. Da ist Kohle in der Wand, da ist Eisen im Boden, hier ist überall irgendwas, was man gebrauchen kann. Na, dann muss das halt mal raus da. Na, shit. Das war jetzt viel zu viel, aber okay. Das ist natürlich ein Nachteil von der Effizienzspitzhacke hier, dass halt einmal ganz kurz graben willst und auf einmal hast du schon die ganze Wand in der Hand. Na, wenn ich jetzt überlege, wie lange ich jetzt brauchen würde für eine mit einer einfachen Eisenspitzhacke, das wäre schon
eine ganze Ecke mehr. Geht ja wirklich zügig. So. Zwischendurch hier noch das schöne Sonnenschein von aufgehenden Sonne. Ist doch schön. Was will man mehr? Ja, sieht man schon gleich. Jo, in Minecraft habe ich was erreicht. Auch wenn es nicht wirklich viel ist. Aber hey. Auch die kleinen Freuden des Minecraft-Lebens muss man halt mal genießen und so, ne? So. Haben wir es gleich. Dann können wir gleich an den Tunnel hier weitergehen. Obwohl, da ist ja eigentlich auch schon fast alles fertig. Wir machen hier drei Bretter, das heißt, man muss noch... Okay. 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 Das kriegen wir hin. Da müssen wir nur wieder Cleanstones besorgen, aber die haben wir noch in der Kiste da. Haben wir ja noch zu Genüge, zum Glück. Ja, einfach damit wir hier die Löcher wieder ausfüllen können und so weiter und so fort. Ist ähnlich wie beim Zahnarzt. Muss man hier einfach irgendwelche Steine reinsetzen, fertig ist. Der Zahnarzt für die Höhle. So. Haben wir gleich. Ich überlege gerade, was haben wir noch Schönes? Titanfall kommt ja jetzt irgendwie jetzt Anfang, nee, Mitte mit nächsten Monats, meine ich. Ja, und braucht auf eure Festplatte wieder 40 GB. Es war wieder eine News wert. Ich dachte mir so, nein. Weil, ganz ehrlich, ich finde, darüber, wie viel Festplattenspeicher ein Spiel auf eurer Festplatte benötigt, ist jetzt nicht unbedingt immer eine News wert. Vor allem nicht bei 40 GB. Ich meine, so um die 40 GB ist inzwischen für die modernsten Spiele schon nahezu normal. Ja, wenn es jetzt, sag ich mal, 200 GB wäre, dann würde ich daraus eine News machen, aber das ist meine Meinung. Ja. Das verstehe ich halt nicht, wieso, weshalb, warum man manchmal aus diversen, weiß auch nicht, was irgendwie in den News raushauen will. Wahrscheinlich, weil man so als Spieleredakteur manchmal einfach keine weiteren News hat. Ich meine, ich sehe das ja so manchmal auch hier, dass ich hier über irgendwelche Sachen berichten will. Und es gibt halt einfach gerade mal nichts. Ne, sowas gibt's ja auch. Kann natürlich sein, dass sie halt das dann als Notdingens benutzen oder sowas. Weiß ich jetzt nicht. Aber die Leute werden schon wissen, was sie tun. Ja, und das gute Thief, das da kommen soll, das ist ja jetzt von Wertung her, von der ersten Wertung, eher im Mittelbereich gelandet. Wieso, weshalb, warum, weiß ich jetzt noch gar nicht. Na, aber das ist auch mal wieder ein schönes Beispiel dafür. Ein Spiel wird gehypt und ist gar nicht so toll, wie es sein soll. Wobei es natürlich toll sein kann, auch wenn halt die Wertung dagegen sprechen und so weiter und so fort, weiß ich. Ne? Aber... Naja... Ne? Hätte er dann doch irgendwo technisch oder sonstiges besser sein können? Oder hat man sich mehr von erwartet? Aber mal abwarten. Ich werde es ja auch irgendwann spielen, aber das wird wahrscheinlich noch dauern. Vor allem, weil ich halt vom Let's Play her sowieso die älteren Teile nochmal spielen will. Ich habe bisher nur ersten und zweiten gespielt. Vor zig, hunderttausend Jahren. Und von daher müssen da die neueren Teile natürlich auch nochmal mit rein. Teil 3 war das ja, glaube ich, und dann kommt jetzt nur noch der Reboot, war das. Ja. Wenn ich mich nicht irre. Aber bis ich das mache, das wird sowieso noch ein bisschen dauern, weil ich habe jetzt so viel noch auf der Agenda, was ich machen will, teilweise machen muss und so weiter und so fort. Und da kommt noch einiges auf uns zu, du. Da kommt noch einiges auf uns zu. So, das hätten wir. Jetzt machen wir hier mal ganz kurz. Zack. Gib Milch. Ich hau dich mit Brot. Los. Yay. Erfahrungspuppe. Yay. Dann können wir fast wieder unsere Spitzhacke reparieren. Die auch schon wieder gut gelitten hat. So. Hier muss ich mal ganz kurz gucken. Das muss weg, das muss weg. Den ganzen Kies hier müssten wir eigentlich mitnehmen. Machen wir mal. Ja, weil wir haben früher oder später noch viele Wege zu bauen. So leid es mir tut, das muss weg. So, was habe ich noch? Was habe ich noch? Good Old Games oder kurz GOG. Ne? Sagt euch vielleicht was. Ist ähnlich wie Steam,